Wunderschönen Abend. Nochmal hier jetzt aufgeladen Schinken. Ja, nachdem wir das jetzt nicht natürlich für den Bauch gemacht haben, ja, wir haben eine Pause gebraucht. Ihr habt es ja zuerst gesehen. Ja, jetzt haben wir hier den Geschäftsführer, der Gianfranco Cristoforo da. Gianfranco, möchte ich mal erklären, dass wir Jugendfreunde sind. Also, wir kennen uns schon das Leben lang. Ja. Und es hat mir natürlich mega Spass gemacht, als ich mitbekommen habe, dass da bei uns im Glarnerland ein so cooler Laden aufgeht mit italienischen Foodsprodukten. Und ja, es ist ganz klar, für Kollegen, da macht man natürlich gern so eine Live-Schaltung. Vor allem, weil ihr wisst, wir Glarner Schinken, oder ich auch der Schneetoni, wir stehen fürs Essen ein. Gianfranco, wie ist so dein Eindruck für den ersten Tag? Also, zuerst einmal möchte ich der Toni bedanken, dass er Zeit gehabt hat für mich und auch sein Team. Es war ein ganz cooler Tag heute. Ich war streng, wir sind erst heute in der Nacht fertig geworden, weil das Projekt ist einfach so entstanden und wir haben wirklich viel geschafft, also auch mein Team, also meine Geschäftspartner. Ja, ich finde, du hast das hervorragend gemacht. Also, es ist nicht einfach so, weil wir uns kennen. Es ist cool. Also wir haben auch wirklich auch die italienische Atmosphäre. Es hat Kinder, es hat Erwachsene, alle und alle mit Leidenschaft dran. Alle haben Freude an diesen wirklich feinen italienischen Produkten. Ja, jetzt zu dir. Wie bist du auf die Idee gekommen, hier im Glarnerland so einen Laden aufzumachen? Also du weißt ja, mein Spass sind ja die Auto. Mein Schwiegervater hat vor Jahren gesagt, komm, mach mal so etwas. Und ich habe immer gesagt, ja, ich bin nicht so sicher. Und dann hat sich das so ergeben, dass die guten Kontakte entstanden sind mit den Lieferanten und mit dem Geschäftspartner. Er hat auch eine grosse Leidenschaft fürs Essen. Bei mir sieht man es ja natürlich auch gut körperlich. Aber und dann haben wir wirklich gesagt, komm, wir haben eine grosse Anfrage gehabt, wir haben viele Ideen gehabt. Die Ideen, jeder Tag entstehen neue, also wir haben schon grosse Projekte für die nächste Zeit. Und warte, vielleicht gerade ich noch, also ihr merkt aber, er hat voll Leidenschaft, er hat eine riesige Freude und man sieht es ihm auch, er ist müde, aber ein riesiges Applaus, so kenne ich ihn. Und ich bin gespannt, was er jetzt weiter erzählt. Ich glaube, du hast schon weitere Pläne, wie du angetönt hast. Ja, wir haben sehr viele Pläne. Wir haben ja, das ist ja entstanden als Idee für Grosshandel, für Restaurant und Hotel. Da ist eine grosse Nachfrage entstanden für das Detail. Da haben wir gesagt, von einem Tag auf den anderen, komm, wir machen das auf. Und du kannst dir mal vorstellen, das war wirklich viel Arbeit gewesen. Wir hatten viele schlaflose Nächte gehabt, viel Augenring. die nächste Plan ist sicher, wir werden hier grösser, also vergrössern, weil wir haben schon gemerkt, wir haben zu wenig Platz. Und wir werden das voraus wirklich das auf dem Grosshandel noch mehr machen. Und vor allem für jeden Kunden, der jetzt hier reinkommt im Detail und er hat einfach einen Wunsch, dann sagt er uns das und wir bestellen das. Das wird dann auch im Sortiment drin sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du natürlich da jetzt, unter Italienern ist es doch auch so, dass sich das so schnell umspricht und dass du da wirklich leider italienische Essbaron wirst. Und ich freue mich, wenn es so weiterläuft, wie er sich vorstellt. Ja, wenn wir da hinten dran schauen, was hinter uns ist, also das ist das Typische. Also das ist unsere Heimat, also Il Babà kommt aus Napoli. Wir haben natürlich da etwas auch aus Sizilien, aber Il Babà ist das ist typisch napoletanisch. Also ich kann das jetzt sagen, also ich habe zuerst eine Messe gesagt, ich werde natürlich müssen nachher zuschlagen und für mich ein solches mit heine, weil es lacht mich schon die ganze Zeit an. Ja. Also die sind wirklich weg wie Butter. Also die Leute haben das wirklich gerne. Vor allem im Gebäck ist es so, dass grosse Nachfrage ist, aber nicht viel bietet das an. Und bei uns ist es wirklich frisch. Also
Bei uns ist das Motto, frisch ist, was lebendig ist. Jetzt nicht beim Gebräck, aber zum Beispiel bei den Fisch. Ne? Das ist, ist das Motto, frisch ist erst, wenn es noch lebendig ist. Ne? Also. Ich glaube, auch die Leute verstehen das absolut richtig. Und das muss man vielleicht auch sagen. Wer in der heutigen Zeit, wenn man nur im Fernsehen und im Radio von Corona gehört hat, Leute, die Mut haben, in dieser Zeit etwas aufzubauen, Chapeau vor so Leuten. Und ich glaube, so Leute muss man einfach unterstützen. Also, du weißt, ich bin von Anfang an begeistert gewesen, was du da von dem erzählt hast. Und ich hoffe natürlich, dass von unserer Community natürlich ganz viele Leute auch da vorbeikommen und bei dir einkaufen kommen. Also, ja. Das ist toll, das ist eine coole Sache. Also, ich muss zwar auch sagen, wir haben einen Plan B, weil wir im Lockdown ist es so gewesen, dass wir viel, auch wir selber, unsere Familie online bestellt hat. Und wenn jetzt wirklich das ganz krass wird, Leute haben keine Angst, wir bringen es euch wieder heim. Also, ihr habt gehört, sie bringen es sogar heim. So, mit diesem wunderschönen Bild wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Samstag und bis bald. Unsere Glanen geschenken mit dem Gianfranco. Ja, möchtest du noch etwas sagen oder zeigen? Ja, ich zeige euch da unser Visitenkärtchen. Da sind die meisten Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen, aus Italien. Und ja, also einfach nur fragen, was ihr wollt. Und da ist einfach die Telefonnummer. Und ja, uns könnt ihr auch verfolgen auf sozialen Medien, Facebook, Twitter, LinkedIn, E-Mail. Also, das Telefon, Vehicle, alles. Ja, und vor allem, wer Fragen hat und irgendwie nicht auf ihn kommt, ich kann mich ja fragen und ich gebe euch dann die Adresse weiter oder der Mess. Liebe Leute, ganz und lieben Gruß aus Mullis. Ciao zusammen. Ciao zusammen und bis nächstes. Tschüss zusammen.